So, wir haben jetzt die Quest abgegeben. Eine haben wir aber noch angenommen, denn der Bodo hat den Gegner da hinten schon gesehen. Dieser Fette da hinten, dieser Riese, das ist ein Gegner. Und das wäre eine Quest. Und ja, nachdem der gleich da drüben ist und gibt halt dann doch wieder 4000 Erfahrungspunkte, wollten wir das mal noch schnell annehmen. Oh ja, ich schwimme sogar auch schneller. Das ist ja cool. Dann greife ich dir noch schon mal an, wenn du gleich hier bist. Boah, Kamikaze! Mir. Ich hätte wahrscheinlich auch noch da hinten stehen bleiben können, aber bin mal nicht so. Und schauen wir das Ganze auch vom Namen an, dann kann ich euch mal die große Goblin-Statue zeigen. So. Was hat der Typ? Oh ja, immerhin noch ein Wildschweinschenkel, den ich noch nicht habe, noch nicht gegessen habe. Und ich kann hier direkt mal hier so einen Strandkrebs besiegen. Ja, das ist diese komische Statue. Man sieht hier nicht viel. Da müsste ich fliegen können. Und das ist sogar eine ganz gute Idee, denn ich möchte mein Haustier etwas trainieren. Denn der Bodo, habe ich gehört, hat ein bisschen was zu tun jetzt. Ja, ich muss mich mal ein bisschen um meinen Beruf hier kümmern. Und ich habe so viel Erz gesammelt, so verdammt viel Erz, dass ich dringend mal 5 Minuten zum Verhüten brauche. Also verhüten, nicht verhüten. Ja, Bodo, aber verhüten auch nicht vergessen. Verhüten auch nicht vergessen, das ist richtig, aber gleich ist erstmal verhüten dran. Okay. Wie geil es wäre, wenn einfach einer so endoft WoW spielt und der Bodo dann irgendwann abends im Bett, Schatz, denkst du auch noch ans Verhüten? Ja. Das wäre so super. Ja. Ja, und ich will meinen Kernholzwelpen ein bisschen trainieren. Damit ich eine Chance gegen diesen scheiß Haustierlehrer habe. Ich wollte eigentlich, habe mir gedacht, egal, ich mache den einfach. Boah, ein Leben. Mache ich den später, aber nachdem wir wirklich hier gerade mit Beutebucht abschließen, habe ich mir gedacht, der einzige Grund, warum ich jemals nochmal nach Beutebucht kommen will, ist der Angelwettbewerb. Ansonsten möchte ich da nie wieder herkommen. Und deswegen dachte ich mir, ja, egal, dann trainiere ich jetzt noch schnell, während der Bodo ein bisschen verhüttet. So blöd das klingt, aber ja. Oh, ja, ich habe jetzt schon das Gefühl, dass es mir auf ewig hinterhergetragen wird. Bodo, der Verhüter. Richtig. Jetzt habe ich nämlich, glaube ich, sogar was Neues gelernt, ne? Nämlich Giftzahn. Das könnte mir... Oh, das ist schlecht gegenfliegend. Okay, dann ist schon mal für den Arsch. Ich sehe gerade auch, dass es ganz woanders ist. Na, was ist das denn hier? Schlägt ein bis zwei Mal wild ein. Okay. Habe ich jetzt dann 6 Angriffe oder muss ich die ändern? Hab ich noch gar nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Da muss ich mal gucken. Wie viel fehlt denn meiner... Steht das hier auch? Ja, okay. Die purpurne... Ach ne, hier muss ich das ändern. Ah, okay, ja, wusste ich doch, dass ich irgendwas mit ändern zu tun hatte. Will den nämlich, den Bastard nämlich da unbedingt besiegen. Das heißt, ich könnte hier Giftzahn lernen statt Biss. Ja, das ist mir sogar ganz recht. Warum bist du eigentlich noch nicht Level 10? Was lernst du auf Level 10? Au, das ist richtig geil, der Alpha-Stoß. Das brauche ich ja mal ultra dringend, also ganz schnell die purpurne Motte skillen. Dann wird die nämlich hier... dann wird der Typ nämlich richtig blöd aus der Wäsche gucken. Weil wenn der nämlich 50 zusätzlichen Schaden macht an Gegner, die schneller sind als ich, und das ist er, dann geht's ja richtig ab. Und wir haben hier einen neuen, der in die Gilde möchte, einen Zwerg-Schamanen. Ja, aber selbstverständlich... Das ist da wunderbar, wenn hier immer wieder neue Leute dazukommen. Oh, Wikwi. Das freut mich. Nachdem die Leute ja hier auch immer schön motiviert sind, geben die auch immer schön Gas. Sodass wir, denke ich mal, wenn wir zum End-Content dann alle stark genug sein, um hier richtig Gas geben zu können. Da freue ich mich sehr drauf. Aber vorher müssen natürlich Bodo und ich erstmal dahin kommen. Wir haben ja leider nicht immer ganz so viel Zeit. Wir werden aber trotzdem versuchen, dass wir das so schnell wie möglich hinkriegen. Jetzt ist dieser scheiß Krebs wieder geheilt. Ich glaube, ich spinne. 69 Barren.
Aber damit kannst du doch bestimmt was anfangen, oder nicht? Ja, hoffentlich. Sonst verhökere ich die, wenn ich die für Juwelierskunst nicht gebrauchen kann. Ja, Geld machen kann ja nicht schaden. Fällt mir gerade ein. Ah ja, was ich dir eigentlich noch erzählen wollte, Bodo, und zwar als ich in Dalaran war. War ja zu unserer War of the Lich King Zeit, war es ja Anlaufstelle Nummer 1. Alter, das ist so tot. Okay. Da liefen vielleicht zwei Hordler und zwei Alis rum. Okay. Sonst war da niemand mehr. Ich meine, ich kann es ja verstehen, wa? Es gibt jetzt eine neue große Stadt. Aber so für jemanden, der jahrelang in Dalaran unterwegs war, weil das einfach die Hauptstädte, der Hauptstand überhaupt, also, ne, überhaupt war, ja, kam ich mir so verloren und ich hab Dalaran noch nicht so leer gesehen. Okay, selbst damals nachts um 4 war mehr los. Das hat mir echt ein bisschen Angst gemacht, muss ich zugeben. Ja, früher hat es tierisch gelaggt, wenn du zur Stoßzeit reingekommen bist. Da musst du es ja nochmal 5 Minuten extra einplanen, wenn du das Spiel gestartet hast, damit Dalaran geladen wird, so ungefähr. So ungefähr, ja. Oh, du versperrst meinen Weg. Aber wenn ich mir unsere Gilde angucke, dann sehe ich, dass wir eine Menge Todesritter und eine Menge Palas haben, aber ich glaube noch nicht einen Priester. Das ist richtig, wir haben noch nicht einen Priester. Das ist sehr schade. Ich hoffe, das wird sich schon bald noch ändern. Oh, Entschuldigung, einen Priester haben wir. Echt, haben wir mittlerweile einen? Eine Priesterin, ja. Level 10, Saphir. Wollen wir hier nicht unterschlagen. Oh, okay, cool. Ja, Saphir ist auch schön. Das also ich bin weit davon entfernt, irgendwem vorschreiben zu wollen, was er spielen soll. Ja, aber nein, natürlich nicht. Ist natürlich sinnvoll, dass wir auch nicht alle als DDler rumlaufen. Ja. Solange wenigstens der ein oder andere Palan auf Tank geht, bin ich schon zufrieden. Ich sag's mal, Heiler findest du ja in der Regel dann schon, wenn's sein muss. Und noch ein bisschen Kräuterkunde skillen, bevor ich wieder ins nächste Gebiet komme. Und ich kann dann wieder nicht abbauen, weil ich im Gebiet davor zu wenig abgebaut habe. Ja, aber es ist ziemlich krass natürlich, wie sich die Zeiten dann auch so schön ändern. Wie du schon sagst. Dalaran war damals so ein Ort, da musstest du Glück haben, dass du lagfrei unterwegs bist. Oh, du verfolgst mich wirklich bis hier hinter? Nee, eben tust du nicht. Wo ist das Haustier jetzt hin? Da hinten läuft die Krabbe, der Krebs. So, kann sein, dass es meine Motte gar nicht überlebt, aber... Oh boah, ich bin besser. Gegen den Strandkrebs geht's mir ja meistens recht gut. Oh, das war richtig stark. Gleich nochmal. Wenn der Level 10 ist und nachdem meine Welpe auch noch eins besser ist, müsste ich es eigentlich schaffen, den Typen da hinten zu besiegen, weil dann kann ich hier abschließen und dann können wir uns mal Gedanken machen, in welches Gebiet wir danach gehen. Hast du dir da schon Gedanken drüber gemacht? Naja, wir haben einen Quest für Düstermarschen und wir haben einen Quest für westliche Pestländer. Quasi einen Einstiegsquest aus Beutebucht erhalten. Okay. Ja, westliche Pestländer bevorzuge ich jetzt an und für sich nicht unbedingt. Also ich bin kein großer Fan von den westlichen Pestländern. Wäre schon Fan von den hässlichen Pestländern. Ist der Krebs eigentlich schneller? Ja, was soll ich sagen? Düstermarschen ist jetzt auch nicht das Optimum. Ja, das ist irgendwie so eine Stufe, die mir einfach nicht gefällt, so ein Levelbereich. Ja. Prinzipiell ist mir egal. Ich meine, nach Düstermarschen kommen wir relativ simpel mit dem Boot. Das geht halt schnell. Hm. Wir werden jetzt echt ein Problem haben, weil von 40 bis 50 sind die Gebiete echt hässlich. Also... Das wird jetzt ein bisschen anstrengend eventuell. Wir versuchen da so schnell wie möglich durchzukommen. Das Geilste ist eigentlich 30 bis 40. So, eigentlich sind es die Gebiete, wo wir nicht waren. Feralas, Desolace und sowas.
Ja, aber jetzt wird es dann schon ein bisschen anstrengender. Aber das kriegen wir hin. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Wie sieht das eigentlich bei dir und der Alchemie aus? Naja. Kannst 116 erst. du Elixier der Ogerstärke machen? Das glaube ich, kann ich noch nicht. Nee. Schade. Kannst ja, müsste mir auch mal ein paar Minuten Zeit geben für Alchemie. Also rechne mal eher damit, dass ich es jetzt mal nicht machen kann. Aber ich werde mir das natürlich gerne im Hinterkopf behalten, dass du bis zum nächsten Mal spielen das gerne hättest. Das wäre toll. Das ist kein Problem. Mal so viele Edelsteine finde ich dann gerade doch nicht. So, ich möchte jetzt mal, dass hier meine Motte mal sich hochskillt. Wir aber keine Chance haben, weil diese Krebse sind ganz schön nervig. Glaube ich, hast du auch des Öfteren schon erwähnt. Ja, die sind ziemlich kacke, weil die sich nämlich heilen. Ja, genau. Das nervt einfach unglaublich. Und dann haben sie noch diesen Scheiß. Nein! Eigentlich sollte man es ja schon fast selbst skillen. Fangen und dann skillen, gerade weil es sich heilen kann. Ne, ich habe ja so ein Mistvieh. Den Echt? Strandkriecher, aber. Ist Glücklich das aber das doch nicht auch nicht. dasselbe? Ja, der kann aber dasselbe. Ah, okay. Aber nützt dir auch nichts. Ja, nützt mir auch nichts. Ah, das ist schon geil. Jede Runde 31 Elementarschaden, das ist nicht uncool. Vielleicht kriege ich meine Otter auch noch ein Level hoch. Otter und Motte noch ein Level hoch, dann muss ich den Typen da drüben packen. Okay, da werde ich wahrscheinlich noch zwei Haustierkämpfe machen müssen. Die Mai jetzt aber noch, Bodo ist ja, glaube ich, immer noch beschäftigt, ne? Also ich wäre, wir können meinetwegen irgendwo hin. Also ich kann losreiten nach, ja, nach Hipestland oder ich komme wieder zurück und dann nehmen wir ein Boot. Also ich gehe jetzt noch kurz zur Bank und dann wäre ich soweit. Ist mal wurscht, was wir machen. Ja, Düstermarsch können wir auch nicht mehr lang bleiben. Dann müssen wir 1000 Nadeln gehen und 1000 Nadeln ist voll für den Arsch. Naja, nach den westlichen Pestländern kommen die östlichen Pestländer. Ja. Ja. Das ist dann, Ja, aber dann sind wir da schon bei Scholomanze und sowas. Ich bereite Oh, gerne jetzt habe ich nicht vor. aufgepasst. Scheiße, jetzt stirbt meine Motte. Ja, wie gesagt, es ist ein Scheiß-Level. Also, was ist dir lieber? Entscheide du. Also das Problem ist, wir haben halt für beides ein Startquest, also es nimmt uns die Entscheidung jetzt nicht ab. Ja, das kommt halt noch dazu, ne? Also, ich weiß nicht, ich würde sogar fast eher Pestländer sagen. Ja, dann mache ich mich da auf den Weg. Das dauert zwar eine schöne Zeit zum Reisen, hilft aber halt nichts. So, der Otter hat ein Level up. Jetzt muss ich nur meinen anderen Be wiederbeleben. Damit der noch das Level abkriegt, dann besiege ich den noch und dann machen wir wahrscheinlich eh einen Cut, weil bis wir in den westlichen Pestländern sind, wird ein Weilchen dauern, ne? Ich vermute auch. Dann werden der Bodo und ich da zusammen hinreisen. Aber das ersparen wir euch dann definitiv. Es sei denn natürlich, zum Beispiel, wenn ihr jetzt uns mal gewisse Themen in die Kommentare schreibt, Über die wir diskutieren können, ja. über die wir diskutieren können, dann können wir zum Beispiel auch sowas wie das Reiten mal filmen, weil wir dann eine schöne Gesprächsrunde haben. Das wäre dann okay. Also wenn ihr da Ideen habt, lasst da. Das stimmt natürlich, das
Könnt ihr gerne schreiben, was ihr wollt. Ist egal, ob das jetzt was mit WoW zu tun hat oder ob das vielleicht was mit Relive zu tun hat. Da könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen. Aber solange wir jetzt kein spezielles Thema haben, was jetzt wichtig wäre, kann man auch mal so Reisen definitiv skippen, würde ich sagen. Ja. Ich reise schon mal los, weil ich das vielleicht auch nutze, um noch den ein oder anderen Haustierkampf zu tätigen. Ja, klar. Kann nicht schaden. Dann können wir auch mal ein schönes PvP-Duell machen. Oh ja. Wäre doch auch ein recht netter Bonus mal für die Abonnenten, wenn wir gegeneinander kämpfen. Und hoffentlich schafft die Motte die Schabe noch. Bitte. Komm schon, das musst du packen. Oh nee, das packst du nicht. Oh, oh, das pack ich nicht. Oh nein, sie darf nicht schon wieder sterben. Das ist scheiße, jetzt kann ich vor allem nicht wechseln. Das habe ich mir, glaube ich, ein bisschen selber verkackt. Es sei denn, ich habe Glück und fange die Schabe einfach. Nee. Ich hab kein Glück. Blöd. Das ist scheiße, ich passe immer nicht auf. Meine Motte verreckt mir immer die ganze Zeit. Das ist blöd, wenn die jetzt keine Erfahrung kriegt. Ja, die Schabe macht das ja mal ganz fix hier. Vor allem kann ich sie jetzt nicht wiederbeleben. Was gehen denn für schöne Dungeons noch so an? Das ist jetzt echt richtig behindert. Oh. Uldaman. War auch eine längere Inni damals, ne? Die war damals etwas länger, das ist richtig. Und Kral der Klingenhauer sagt mir, glaube ich, gerade gar nichts. Achso, das sind die Herausforderungen. Ich wollte mal unsere Gilde jetzt mal nach diesen Herausforderungen suchen. Ich fliege nämlich gerade. Ja, ich denke, ich werde den Typen jetzt doch lassen. Ich werde dann einfach freiwillig irgendwann mal zurückkommen. Und wir werden jetzt reisen und sehen uns in den westlichen Pestländern wieder.